Hallo, heute zum 20. Türchen haben wir eine sehr junge Brauerei, und zwar die Brasserie Belge aus Lüttich. Die sind mitten im Zentrum, Place Coromeuse. Da kann man sich nicht wirklich vorstellen, wo der Platz sein soll für eine Brauerei. Aber hinter den Häusern gibt es eine alte Lagerhallen, unter anderem noch von der Kohlegewinnung. Sie haben da alte Lagerhallen angemietet, wo früher noch Kohlen zwischengelagert wurden. Und somit haben sie da eine besonders schöne Stelle gefunden und sehr nah an den Lütticher Bürgern. Die gibt es erst seit Juni. Wie so oft sind hier mal wieder drei Leute zusammengekommen, die sich zufällig getroffen haben und wo dann eben die Chemie gestimmt hat. Und jeder hat so seinen Bereich. Das ist einmal Pierre Yves, der ist der Brauer, der ist eigentlich gelernter Apotheker und hat sich dann irgendwann zum Brauer auch ausbilden lassen, hat als Brauer auch gearbeitet, und er hat dann getroffen Michel und Bruno. Michel ist für die PR zuständig, das war auch mein Kontakt dann in Lüttich. Er hat mir die Brauerei gezeigt, und da, wenn er so erzählt, hat man auf jeden Fall direkt Lust, ein Bier zu trinken von ihnen. Und dann haben wir noch Bruno, der kommt dann eben aus der Wirtschaft, ist eher der Wirtschaftswissenschaftler, Investitionen und Betriebsführung. Und so hat man ein komplettes Paket von drei Menschen, die sehr gut zusammenpassen und wo das auch sehr gut funktioniert. Und heute haben wir dann eben das Dark Coal. Das ist auch wieder so eine Referenz an die Kohlevergangenheit von ihrem Standort. Und zusätzlich haben sie noch ein Gold. Das ist auch ein sehr leichtes, sehr süffiges Bier auch. Also auf dem Abend, wo sie sich vorgestellt haben im Beer Lovers Café, war das Blonde auf jeden Fall das, was am besten ging. Aber auch hier das Milk Stout, Sweet Milk Stout. Und in Planung ist noch, wie man hier auf dem Becher schön sehen kann, noch ein Wet Ale. Das kommt dann aber erst im nächsten Jahr. Ein Sweet Milk Stout. Wie der Name schon sagt, ist ein süßes Stout. Das erreicht man dadurch, dass man nicht verkehrbaren Zucker mit hineingibt. In der Regel ist das Milchzucker, weil damit hat die Bierhefe, die typische Bierhefe, so ihre Probleme mit. Also bleibt dann eine Restsüße vorhanden. Natürlich kann man auch die Gärung stoppen und dann einfach das Bier pasteurisieren und dann eben schauen, dass man noch ein bisschen Süße übrig hat. Aber hier macht man es dann eben über Milchzucker, oder sie haben auch noch Sirup mit dazugegeben, natürlich Lütticher Sirup. Das gibt dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen so ein Lütticher Touch dann. In der Nase hat man schon so ein bisschen die Süße, aber auch so ein bisschen die Röstaromen, die natürlich von dem dunklen Malz kommen. Und so ein bisschen so Karamell, ein bisschen, auch schon ein bisschen von dem Apfel oder von dem Sirup. Man hat so eine schöne Verbindung zwischen Kaffee, so ein bisschen Mokka, Schokolade, ein bisschen die Süße nochmal. Und ich fand es direkt schon am ersten Tag schon sehr lecker. Es ist dann eben nicht, wie normalerweise ein Stout sein sollte, dieses Bittere hinten raus durch die Röstaromen, sondern hier hat man so ein ganz rundes Bier, ist trotzdem nicht so pappig süß. Es ist, wie schon gesagt, Schokolade, Kaffee, Mokka so ein bisschen. Durch den Sirup hat man so ein bisschen den Eindruck von Apfel und Birne mit da drin noch. Ich finde es ein ganz tolles Bier. Das Gold ist auch sehr toll. Vielleicht für nächstes Jahr, vielleicht aber auch das Red Ale für nächstes Jahr. Auf jeden Fall wieder eine Brauerei, die neu auf dem Markt ist, die man in Lüttich jetzt schon in mehreren Cafés und Restaurants bekommt. Da ist Michel immer sehr aktiv, dass da neue Verkaufswege offen gemacht werden. Und hier natürlich naheliegend etwas Süßes zu etwas Süßem, also ein Schokoladendessert, Schokoladenpudding oder Schokoladenkuchen bietet sich da natürlich an. Eventuell auch zu wild, wenn man es dann mit einer eher süßeren Soße macht. Ich habe schon mal wild mit einer Schokoladensoße gegessen. Da wird das eventuell auch gut zupassen. Oder eben zu einem Ziegenkäse oder zu einem Cheddar könnte das auch passen, wer da lieber Käse haben möchte. Viel Spaß mit dem Bier hier auch mal was anderes. Das gibt es nicht so oft in Belgien. Ein Milk Stout, nur vereinzelte Brauereien, die so etwas machen. Auf jeden Fall immer wieder lecker, wenn man so eins trinken kann. Dann sehen wir uns morgen schon zum Freitag, und dann geht es schon langsam auf den vierten Advent zu.
Ich sage Prost und bis morgen.